George Vendor Roulette Millionär sein Lebenslauf von Selmkenzi Seltsamkenzi. Nachschrift zur The Australian Gamblers Titel Story 2012 über George Vendor, einem der bekanntesten Roulette-Künstler dieser Welt. Eine Welle von Ausgelassenheit schwappte am Abend des 14. September durch den eleganten Salon des Hotels Burwood, nachdem die Innenaufnahmen für das Filmlustspiel Nora, die Geschichte eines Fotomodells, fertig gedreht worden waren. Ein Dutzend Filmgirls, Nachwuchsschauspielerinnen und Tänzerinnen, quirlte munter in den Sektgläsern, die immer wieder neu gefüllt wurden. Gastgeber war ein junger Krösus, der selbst gern Fotomodell nimmt. Er zog eine hübsche schwarzhaarige Statistin auf den Schoß und küsste, als Araber-Scheich verkleidet, dem 18-jährigen neuseeländischen Pin-Up-Girl Mary Golden den linken Zeigefinger. Ein Fotoreporter musste in 200 Aufnahmen die neckisch stehenden Posen festhalten. Der Spleen, sich im Glanze hübscher Girls zu sonnen oder sich mit Löwenbabys und Eisbären fotografieren zu lassen, gehört zum Zeitvertreib des Gastgebers. Er ist kein Adonis und kein echter Bellamy, aber er rühmt sich seit Monaten eines Vermögens von vielen Millionen Dollar. Außer vielen Freundinnen besitzt er 4 Autos und einen Schrank voller Anzüge von letztem modischen Schnitt, darunter ein Modell, das auf dem Pariser Schneidertag am 5. September mit einer Goldmedaille preisgekrönt worden ist. Unter seinem Spitzenkinn kräuselte sich ein haariges Attribut, das er als Asyrabart bezeichnet. Erst vor kurzer Zeit gab dieser Golden Boy seinen schlichten bürgerlichen Namen George Vendor der Öffentlichkeit bekannt. Er nennt sich, wenn man nach seinem Beruf fragt, Kaufmann, lebt aber, das wurde inzwischen gerichtsnotorisch, seit Jahren vom Glücksspiel. Das Internationale Institut für Roulette-Forschung hat ihm den Ehrennamen Bezwinger der Casinos und erfolgreichster Spieler unseres Jahrhunderts verliehen. Er selbst lässt sich am liebsten Roulette-König titulieren. Noch vor einem Jahr entrüstete sich ein Sydney-Jahrrichter darüber, dass ein ausgewachsener Mann sich mit einer so brotlosen Kunst durchs Leben schlägt. Schon damals war George Vendor elegant gekleidet. Zur Gerichtsverhandlung hatte er auf Anraten seines Rechtsanwaltes sogar seine Krawatte geknotet, um seriöser zu erscheinen. Sonst lässt er sie in extravaganter Art knotenlos aus dem Hemdkragen baumeln. George Vendor war damals des versuchten Betruges angeklagt, weil er auf einem Waschzettel mit der Überschrift „Es ist erreicht“ ein sogenanntes Ernährungssystem zum Kaufpreis von 500 Dollar, zahlbar in 2 Raten, angeboten hatte. Dieses System sollte laut Waschzettel geeignet sein, allen interessierten Roulette-Freunden mit starken Nerven und guter Konzentrationskraft bei einem Betriebskapital von nur 1200 Dollar eine ständige Nebeneinnahme zu verschaffen. George Vendor garantierte sogar, ich bin bereit, Ihnen die Anzahlung von 1200 Dollar und eine Aufwandsentschädigung von 200 Dollar, also insgesamt 1400 Dollar, zurückzuerstatten, falls Sie mir nachweisen, dass Ihr Spielkapital verloren gegangen ist oder auch nur verloren gehen kann. Der Richter wusste nicht, dass einer seiner pensionierten Kollegen im Casino Melbourne sich fast täglich mit einem solchen Ernährungssystem eine kleine Nebeneinnahme verschafft. Die Verlustchancen sind dabei ebenso gering wie die Gewinne, da der Ernährungsspieler nur mit kleinsten Einsätzen operiert. George Vendor verteidigte sich sehr geschickt mit Kostbrappen der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur über Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Gesetze des Zufalls. Als Gerichtssachverständiger hatte sich der Brisbaner Mathematikprofessor Dr. Aaron Keats zur Verfügung gestellt. Er verwarf souverän George Vendors autodidaktische Systemthesen unter Berufung auf den empirischen Grundsatz des verstorbenen Professors für Aerodynamik und angewandte Mathematik an der Harvard-Universität in Boston, Richard von Mises: Wir arbeiten eben mit der streng genommen nicht überprüfbaren Annahme der Unmöglichkeit eines Spielsystems, weil sie durch die ungezählten Versuche unglücklicher Systemspieler nahegelegt wird. George Vendor verschwieg aus opportuner Zurückhaltung, dass er damals über 100.000 Dollar durch Systemspielen verdient hatte. Schließlich wurde George Vendor freigesprochen,
nachdem er zum Beweis der Behauptung, dass er kein Betrüger sei, sondern ernsthaft jahrelang gearbeitet habe, mit meterlangen Statistiken und Kurvenblättern angerückt war. Dem realistischen Professor schwindelte, es ist schade um die Zeit, die darauf verwendet worden ist. Das reizte George Vendor im gekränkten Stolz des Fanatikers erst recht zum Widerspruch: Bei mir ist die Zeit nicht zu schade, sondern dies ist der Sinn meiner Zeit. Den Keim zu dieser merkwürdigen Lebensauffassung hat vor 14 Jahren ein Studienrat am Pater Brittain-Gymnasium gelegt. Er traktierte seine Oberschüler nicht nur mit Rechenschieber und Logarithmentafeln, sondern auch mit der abseits vom eigentlichen Unterrichtspensum liegenden Kombinatorik, der Grundlage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die meisten Schüler konnten dabei kaum folgen. Nur der mathematisch hochbegabte Rektorsohn George Vendor begriff dieses Jonglieren mit Zahlen und arithmetischen Reihen. Dann machte George Vendor im europäischen Casino Baden bei Wien mit kleinsten Einsätzen sein erstes Spiel. Er hatte sich inzwischen einen Blick in sogenannte klassische Roulette-Systeme verschafft, deren Zahl über 1000 liegt. Darauf arbeitete er einige Monate als kaufmännischer Angestellter. Dann brütete er monatelang in seinem Studienkabinett, einer Art Miniaturmuseum des Roulette-Spiels, über seinen eigenen Systemen. Das heißt, er wandelte ab und versuchte zu perfektionieren, was andere vor ihm in Hunderten von Schwarten fixiert haben. Dabei stieß er unter anderem auch auf sein Ernährungssystem, über das sich die Juristen wunderten. George Vendor selbst spielte bereits mit längerem Atem und setzte seine ganze Rücklage von $50.000 aufs Spiel. Die Gewinne häuften sich, je länger er durchhielt. Allerdings verlor er auch wieder einmal $1.15000 in einer Woche. Er will dann weiter an seinen Systemen, ich habe nicht nur eins, sondern jongliere mit mehreren, gefeilt haben und führt seine große Erfolgsserie ab Dezember vergangenen Jahres auf diese Filigran-Arbeit zurück. Er spielte in Dutzenden von Casinos, wo er nur $1.20000 gewann. George Vendor verfügt über einen Stapel von 50 Jahreseintrittskarten, für die er $50.000 bezahlte. Die meisten Gewinne aber heimste er im Casino von Las Vegas ein, und zwar in mehreren Etappen. Insgesamt $7.00000. Vor jedem geplanten Großangriff lässt George Vendor erst einmal sämtliche Coups, Treffer, der vergangenen Wochen notieren. Allein in Las Vegas arbeiten für ihn 8 Beobachter für einen Tageslohn von $20 pro Person und Stunde. Aus den von ihnen notierten Zahlenreihen, sogenannten Permanenzen, zieht er dann das Fazit für seinen neuen Angriff. Er stellt ganze Kolonnen von Zahlen zusammen, die nach den geläufigen Wahrscheinlichkeitsgesetzen eine große Anzahl von Treffern enthalten sollen. Amateure, die mit wenigen Zügen viel gewinnen wollen und deshalb ihre Chips genauso plakieren wie George Vendor, sind oft enttäuscht. Sagt George Vendor, jeder professionelle Spieler weiß, dass er sich nur wellenförmig vorspielen kann. Man muss mitunter einen langen Atem haben, um wieder auf den Gipfel zu kommen. Deshalb bringt George Vendor mindestens $500.000 an den Spieltisch mit. Die Spannung in den Casino-Bar-Ästen in Las Vegas stieg auf den Siedepunkt, als auch noch ein zweiter Meister des Systemspiels, der Melbourneer Malcolm Knamme, 43, mit seiner Gruppe über die Spieltische von Las Vegas herfiel. Malcolm Knamme lässt hauptsächlich seine Ehefrau und seine schmuckbehängte schwarzhaarige Assistentin Irene Knob, 23, die am Gewinn beteiligt ist, am grünen Zahlenteppich arbeiten. Sie setzten stur jeden Tag die Zahlenreihe, die er ihnen mittags auf den einen Zettel in die Hand drückt. Malcolm Knamme selbst, den die Atmosphäre des Spielsaals aufregt. Das Spiel ist eine eigene Macht, die das Denken vernebelt, bleibt im Hintergrund oder sieht zur Ablenkung Filme an. Seiner Assistentin ist vertraglich jeder Umgang mit Männern untersagt. Damit das Betriebsgeheimnis gewahrt bleibt. Die Folgen des systematischen Bandenspiels zeigten sich sehr bald. Die Spielbank Melbourne hatte von Januar bis Juli etwa 11